ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Ich habe heute einen Gast, oder ich bin bei ihr ein Gast sozusagen. Yeah. Ich bin bei Hanna und wir möchten heute Kekse backen. Nachher wird Hanna dann zu den Keksen passend Glühwein machen. Aber für mich ohne Alkohol. Natürlich. Genau. Ich werde heute einen Grundteig machen. Danach werden wir 5 verschiedene Kekse backen. Ja, geil. Wir brauchen 250 Gramm Butterschmalz. Also wichtig ist hierbei, dass ich den Butterschmalz erstmal, die Butterschmalz? Euch damit nicht auskennt, brauche ich mir. Das Schmalz. Also, ohne der, die, das. Butterschmalz habe ich zum Schmelzen gebracht und dann auskühlen lassen. Das ist das Wichtigste hier bei diesem Rezept. Dann brauchen wir so ungefähr 200 Gramm Puderzucker, 250 Gramm Mehl habe ich, 1 Teelöffel Backpulver und 50 Milliliter Öl. Mit diesen Zutaten werde ich erstmal einen Grundteig vorbereiten. So, als erstes werde ich die Butterschmalz mit dem Öl schön schlagen. Dann kommt jetzt 50 Milliliter Öl hinein. Dann wird das erstmal schön geschlagen. Willst du das machen? Das mache ich jetzt. Ja, genau. Ist das eine Eigenkreation, das Rezept? Ja, oder? Ja, das ist mein eigenes Rezept. Ja, cool. Du machst sowieso ganz viel einfach so deinen eigenen einfach, Kram, ich mache nach Gefühl. Ja, toll. Ich mache auch immer nach Gefühl. Manchmal schmeckt, oft schmeckt's. Ja. Aber ich kann nie Rezepte wiederholen. Also während ich zum Beispiel ein Rezept mache, backe, koche, fällt mir schon die nächste Idee. Nächstes Mal mache ich das anders und zwar mit diesen Zutaten oder ich kann das noch dazu packen. Also die Ideen kommen dann einfach. Aber da muss man schon auch Geduld mitbringen. Ja. Muss ich sagen, die bringe ich dann in der Regel nicht so mit. So, jetzt haben wir Butterschmalz und Öl schön cremig geschlagen, bis die Farbe heller geworden ist und das Ganze cremig geworden ist. Jetzt gebe ich Puderzucker. Das ist übrigens für uns in Österreich Staubzucker, weil er so wie Staub ist. Wie süß magst du es? Magst du es gerne? Nicht so gerne. Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich jetzt nicht alles genommen. Ich könnte Backpulver in das Mehl hineingeben und dann wird das einfach geknetet. Hierzu brauchen wir keine Knetmaschine mehr. Ich mache das einfach mit den Händen. Das ist selbst ist die Frau. Genau. Oh, aber irgendwie auch ein gutes Gefühl, oder? So mit den Händen dran. Dann hat man auch wirklich ein Gefühl, ob der Teig auch die richtige Konsistenz hat oder ob ich noch ein bisschen Mehl hineingeben muss. Und wie kreierst du deine Rezepte? Also worauf achtest du und wie weißt du, okay, wenn ich jetzt da das ein bisschen anpasse, dann wird es noch besser? Weißt du, wie ich meine? Also ich mache alles nach Gefühl. Wie gesagt, ich mache das nach Gefühl. Ich habe jetzt 250 Gramm Mehl hineingegeben, aber ich merke, das ist zu wenig. Genau. Also gebe ich noch ein bisschen Mehl hinein. Das werden dann so ungefähr 350 Gramm. Das waren so 100 Gramm. Ja. Nur für euch. Jetzt habe ich die richtige Konsistenz erreicht. Also wir haben erstmal jetzt hier den Grundteig. Jetzt können wir den Teig in mehrere Teile teilen. Wir machen heute 5 verschiedene Kekse. Super. Du kannst einfach deine Hände in Mehl eintauchen und dann, guck mal, dann kannst du das schön. Ja, ist auch, also meine sind ja, haben jetzt noch keinen Teig drauf und das bleibt nichts haften. Das könnte ich jetzt einmal übernehmen, wenn du magst. Ja, der ist aber auf jeden Fall sehr butterig, auch der Teig. Lecker. Riecht köstlich! Sieht besser aus als jeder Teig, den du jemals gemacht hast. Ja, danke, bitte. Wir teilen jetzt. Woher weißt du, wie du es teilst? Also nach Gefühl. Mach alles nach Gefühl. Ja, ja, ich koche immer nach Gefühl, aber ich möchte nicht dein tolles Rezept kaputt machen. Nein. Du machst es so. Ja, aber du bist halt auch eine Expertin. Du bist ein Profi. Danke. Ich bin halt auch einfach, ich habe halt einfach seit irgendwie 4 Jahren einen Kochkanal, aber ich bin nicht besser geworden im Kochen. Jetzt macht mir noch genauso viel Spaß. Ich werde einen Teig machen, schwarz-weiß. Das können wir dann damit machen. In diesen einen Teig gebe ich jetzt gemahlene Mandeln hinein. Mhm. Dadurch, dass Mandeln ja so wie Mehl ist, brauchen wir kein Mehl mehr zusätzlich hineinzugeben. Ich werde so viel Mandeln hineingeben, bis ich den Teig richtig fest habe. Soll ich bei mir jetzt schon... Genau, du kannst da zum Beispiel, was geben wir da rein? Jetzt muss ich mal überlegen. Du wirst jetzt sagen, das ist aber gemein. Kakao! Ach, ich soll jetzt Kakao reinmachen bei mir? Genau. Super. Hast du Handschuhe?
Nee, passt ist nicht. Egal. Eben egal. Wurscht. Aber nicht alles. Warte, okay, warte. Wie viel? Ein Drittel. Das reicht. Okay. Genau. So? Das reicht, genau. So. Oh ja, okay. Jetzt hast du mir... Das ist ein bisschen wie wenn man mit Kreide an die Tafel malt. Was ist denn, also du experimentierst ja viel. Glückt ja. das denn dann immer? Schmeckt das immer gut? Also ich habe noch nie gehabt, dass irgendein Rezept nicht geschmeckt hat Krass. Oder nicht gelungen ist. Wow. Also ich habe dann immer so ein Gefühl, ich weiß ganz genau, welche Zutaten zusammen passen könnten, würden und welche nicht. Und womit das nicht schmecken würde. Deswegen suche ich schon die richtigen Zutaten raus. Willst du sagen, das ist einfach Fähigkeit, dass du das schmeckst oder ist es einfach Erfahrung? Erfahrung, würde ich sagen. So, wir haben den Teig mit Mandel fertig. Ich werde den einfach zu einer Rolle formen. Und dann könnte man den für eine halbe Stunde in den Kühlschrank geben. Mhm. Aber guck mal, wie viel weniger fest das ist. Brauche ich noch ein bisschen Mehl vielleicht? Nein, durch Kakao wird das ja auch fester. Aber wenn du möchtest, genau, da brauchst du noch ein bisschen Kakao und ein bisschen Mehl. Ja. Das merke ich schon so. Das merke ich schon. Also für mich, ich brauche noch ein bisschen Mehl. Okay. Ich glaube, dass der Kakao ehrlich gesagt ein bisschen flüssig wird in meinen Händen. Bleibt der Teig eher in meinen Händen kleben. Aber jetzt sieht schon besser aus mit dem zusätzlichen Mehl. Einur, ich glaube, das wird was. Ja, sehr gut. Oder? Du kannst alles zusammen kneten. Guck mal, dein Teller muss sauber sein, meine Liebe. Gut, Einur, okay. Hier, in diesen Teig gebe ich Erdnussbutter hinein. Oh, so ungefähr ein Esslöffel. Ui, okay. Ich liebe es mit Erdnussbutter zu backen. Ich auch. Ich werde diesen Teig auch kneten, aber gebe da so ungefähr 3 Esslöffel Mehl hinein. Sehr schön. So. Doch, ich bin jetzt zufrieden, vor allem mit meinen Händen. Ja, siehst du? Die sind wirklich... Ja. Und da mache ich jetzt auch so eine Teigkugel draus? Noch nicht. Nee. Jetzt haben wir einmal den dunklen Teig. Mhm. Ich nehme mal ein bisschen von dem hellen Teig und gebe ein bisschen Mehl darüber. Das ist, glaube ich, besser hier auf der Arbeitsplatte. Ist leichter. Ja. Weißt du, was wir machen werden? Wir werden marmorisierte Kipfel backen. Hier kannst du zum Beispiel, wenn du möchtest, noch ein bisschen Vanillezucker hineingeben. Finde ich gut. Ich habe ja hier... Wir können ja ein bisschen Vanillezucker hineingeben. Das habe ich auch noch nie gesehen. Was? Marmorierte Kipfel? Nee, genau. Das ist auch meine eigene Idee. Ja, Einurs Eigenkreation. Genau, das ist meine Idee. Cool. Ich werde jetzt ein bisschen da rübergeben und den ganz leicht, also nicht ganz kneten, sondern einfach den so... Das wäre dann auch fertig. Dann haben wir hier noch ein bisschen Teig und da geben wir, was haben wir dann hier alles? Ich würde sagen, hier geben wir ein bisschen Vanillezucker hinein, dann ein bisschen Orangenschale. Du hast ja vorhin gesagt, das duftet so schön, ne? Das hat richtig. Und ein bisschen. Mich noch mal bitte dran genau, lassen. Riech mal, das riecht wirklich. Und ein bisschen Mehl. Das riecht für mich nach Weihnachten. Ja, ne? Und du kannst zum Beispiel Zimt hineingeben in den Teig. Diese Kekse, die werde ich ganz normal backen. Mhm. Und nach dem Backen können wir die dann mit Orangenmarmelade oder Aprikosenmarmelade. Aprikose wäre mein Favorit. Ja, ne? Ich habe auch Aprikose mitgebracht. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mitgebracht habe. Alles. Kokosraspeln. Was ich euch aber noch empfehlen kann, wenn ihr Kokosraspeln nehmt oder Mandeln, erstmal anrösten. Ohne Fett anrösten. Riech mal, wie schön das riecht. Mmh, oder hier herrlich. Die Erdnüsse habe ich auch angeröstet. Mmh. Auch ohne Fett, ne? Ohne Fett. Ja. Ich glaube, die beiden hier oben sind mein Highlight, die marmorierten und die Erdnussbutter. Also hier gebe ich dann ein bisschen Kokosraspeln hinein. Ich finde es gerade total entspannend, dir einfach dabei zuzuschauen, wie du das machst, muss ich sagen. Du machst es wunderschön. Danke. Und vor allen Dingen, es sind so einfache Geschichten. Ja, ne? Wie du sagst, und hier kann man das und dann ein, zwei Anpassungen, aber es werden gleich andere Kekse. Genau. So mega kreativ. Und wie die schmecken. Wie weißt du, ich habe ja auch, also ich bin ja in letzter Zeit nur noch dabei, Kekse zu backen. Und die Kekse, die ich gebacken habe, die gebe ich dann meinen Enkelkindern. Ich habe 2 Enkelkinder.
Und er ist richtig verliebt in diese Kekse. Und er ist 7. Meine Tochter sagt, er versteckt sie richtig und kein anderer darf sie essen und erzählt sie jeden Abend. Und morgens guckt er, ob alles da ist. Und er mag überhaupt keine Kekse eigentlich. Also so fertig gekaufte Kekse mag er überhaupt nicht. Aber meine Kekse, also er sagt, Oma, wann backst du wieder? Aber ich muss auch sagen, die Kekse von meiner Oma waren für mich auch immer heilig. Also ja, er sagt auch immer, das Allerbeste. Alles, was du machst, schmeckt so gut, Oma. So, das geben wir jetzt in den Kühlschrank. Also, wir werden die Kekse einfach in runde Stücke schneiden. Mhm. Ich werde einfach mit einem Holzlöffel so ein bisschen Vertiefung machen und dann werde ich später nach dem Backen Marmelade hineinfüllen. Jetzt will ich dir mal zeigen, wie unsere marmorierten aussehen. Oh, wow. Okay, das ist wirklich hübsch. Aber jedes Stück sieht dann anders aus. Oh, das ist echt hübsch. Ne? Ja, toll. Einige werden wir einfach so backen und einige zur Kipfelform. Also die lasse ich einfach so. Okay. Die habe ich jetzt nicht sehr dick geschnitten. Es ist ja fast wie ein kleines Kunstwerk. Genau. Das ist eine tolle Idee. Ja. So einfach, muss ich jetzt sagen. Aber total, total schön. Das werde ich auch nachmachen zu Hause. Ja, mach das. Ja. Den Rest werde ich einfach erstmal weich kneten, weil das ist ja jetzt fest. Das kann ich schlecht zu Kipfel formen. Mhm. Aber wenn ich ein bisschen mit den Händen, dann wird das weicher. Ja. Das kannst du auch machen. Nicht zusammenkneten, sondern nur weich kneten. Das Muster muss bleiben. Weißt du ja, eins? Stimmt, das ist richtig. Genau. Und das ist auch meine eigene Idee. Ich habe noch nie marmorisierte Kipfel gesehen. Ich auch nicht. Dann wird das einfach gerollt. Und auch hier sieht jedes Stück ganz anders aus. Guck. Ja, Kipfel müssen schon sein zu Weihnachten. Ja, das finde ich auch. Jetzt können wir die Seiten ein bisschen in Kokosraspel wälzen. Mhm. Normalerweise kann man ein Eiweiß schlagen und dann erstmal in Eiweiß. Ja, und dann hält es besser. Genau, aber heute machen wir das so. Jetzt gehen unsere Kekse in den Ofen. Wir werden die bei 180 Grad 10 bis 12 Minuten backen, nicht länger als 12 Minuten. Wir machen auch hier bei diesen Keksen so eine Vertiefung. Vorsichtig, weil die sind sehr empfindlich. So, die weiße Schokolade. Mache ich auch noch ins Wasserbad und dann haben wir die nämlich gleich flüssig, wenn die Kekse fertig sind. Mhm. Aino ist schon am Essen. Ja, genau. Aber Aino fühle ich wie zu Hause. Ich fühle mich auch wie zu Hause hier. Du bist auch immer am Naschen beim Backen, ja, gell? Wirklich, ja, wirklich. Wir sind genauso. Aber siehst du nicht, wie viel ich zugenommen habe seitdem? Nein. Nein, das sehe ich nicht. Doch, ich sehe das aber. Ich habe wirklich 3 Kilo zugenommen, seitdem wir zu Hause arbeiten. 3 Kilo zugenommen und das muss runter. Vor allem 3 Kilo ist ja auch nichts. Ja, aber trotzdem, das hört dann ja nicht auf, weißt du, wenn du nicht stoppst. Ja, bist du so? Ja, genau, so hell müssen sie bleiben, sie dürfen nicht dunkel backen. Okay. Dann zerfallen sie so richtig im Mund. Dann zergehen die richtig. Ja, genau. Also wie das duftet gerade. Boah, das ist gerade unbeschreiblich. Ja. Ein nur am Naschen. Wirklich nicht. Ich liebe das, wenn die noch warm sind. Ja, das ist sie am besten, oder? Mhm. Oh Gott. Richtig lecker. Warte mal, welche? Ja. Dieses hier, das ist so klein, das darf man wegnaschen. Oh mein Gott. Ein Gedicht. Lecker. Herrlich. Lecker. Ich gebe die Kekse auf ein Gitter und lasse die erstmal schön auskühlen.
nur auf die, die eine? Die und die. Ah, okay. Genau. Aber lass sie in Ruhe. Die lasse ich in Ruhe. Genau. Okay. Ich würde sagen, wir lassen die jetzt erstmal so und kümmern uns um die Kipfel. Also, ich werde die Kipfel einmal in Schokolade eintauchen. Das passt dann jetzt auch mit dem Marmorierten. Wenn das ein bisschen fester wird, werde ich das in weiße Schokolade noch eintauchen, ganz kurz, damit das auch farblich zusammenpasst. Jetzt möchte ich mal anmerken, so wie liebevoll ja. Einmal mit ihren Keksen. Genau, umgeht. Wir müssen auch aufpassen. So, jetzt kommen die, guck mal, ich sag dir mal, die werden wir auch nur mit der einen Seite in Schokolade eintauchen und dann in gehackte Nüsse. Guck. Okay, ja. Guck mal, aus den Resten. Super. Das sind die Reste. Ja. Guck mal, wir haben nur 250 Gramm Mehl genommen. Das kann ich essen. Jetzt sagt mein Wecker auf. Ei nur am Naschen. Genau. Ei nur am Naschen. Jetzt werden die Kipfel noch mal ganz kurz mit der Spitze in weiße Schokolade eingetan. Siehst du? Ja. So dass das dann auch jetzt genau passt. Ja. Dann kommen wir zu den Essen mit Kokosraspel. Kokosraspel. Ich finde, weiße Schokolade passt jetzt super zu Kokosraspel. Ja. Wir geben einen Tropfen weiße Schokolade. Ja, ganz genau. Ein Uhr weiß, wie es geht. Die mit das ist Kokos Kunst. Und fertig sind die auch. Also, ich habe hier Karamell. Es gibt diese Karamellbonbons. Die habe ich einfach eingeschmolzen und ein bisschen Sahne hineingegeben. Ah ja, okay. Da muss auch kein Karamell vorbereiten. Also Karamellsoße. Oh, okay. Es macht mich einfach nur glücklich, dir zuzuschauen. Und guck mal, was man aus 250 Gramm Mehl machen kann, ne? Wunderschön. Und gebe dann immer 2-3 Erdnüsse darüber. Das Ganze runden wir schön mit Schokolade ab. So, fertig sind wir, Leute. Lass mal eins probieren. Ja. Das musst du unbedingt mal jetzt probieren. Ja. Diese hier, meinst du? Genau, diese. Lecker. Oh, lecker. Ich nehme auch eins. Ich bin im Himmel. Ich nehme auch eins. Oh. Oh mein Gott. Ja, war ist schon. Huh, ne? Wow. Also lässt sich gar nicht beschreiben, wie lecker das ist. Genau. Man ist so richtig in so einem, wie in einem Traum. Erstmal dieser Kitsch, der im Mund richtig zerfällt. Dann Erdnüsse, Karamell und Schokolade. Ja. Das Ganze zusammen. Ja, wie ein Lebensgefühl. Und das ist auch mein eigenes Rezept. Es ist wirklich verdammt gut. Also, es macht einfach glücklich. Sehr schön, das freut mich. Toll, richtig lecker. So, ihr Lieben, also wir sind fertig mit dem Backen und wir sind wirklich im Himmel. Im Himmel, wirklich. Ja. Was Besseres würde mir jetzt auch nicht einfallen. Die sind wirklich alle super lecker geworden. Eins ist leckerer als das andere. Und wunderschön. Ja, die sehen auch wirklich wie gekauft aus, als hätte man die schöner. Beim... Meinst du? Ja, okay. Finde ich. Ich kann nur sagen, probiert das unbedingt aus und schaut bei Hanna rein, weil sie wird zu diesen Keksen jetzt... mit dir zusammen mit Glühwein machen. Glühwein machen, genau. Wir machen jetzt Glühwein. Eine Sorte ohne Alkohol, damit ich das auch probieren kann. Wir wünschen euch natürlich viel Spaß beim Ausprobieren und sagen Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.